So, herzlich willkommen bei Streaming for Fun. Wir sind wieder bei The Witcher. Wir waren jetzt auf der Yacht nach, ja, nach dem komischen Drachen. Guten Tag. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis. Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ein Lager? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Komm schon, Plätze.
So, wieder aufs Fett. Los, los. Luir in Herzherr. So, dann gucken wir auch gleich mal eben, inwiefern wir da noch kämpfen können. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder. Na super. So, dann wollen wir noch die Fähigkeiten ändern.
das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, hohes Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden.